Dieser Rat findet in sehr aufgewühlten Zeiten statt. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen. Und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Und es wird erneut ein Thema sein, das wir hier zu besprechen haben. Jetzt geht es auch darum, dass wir gemeinsam nochmal deutlich machen, dass wir Israel unterstützen bei der Verteidigung des eigenen Landes gegen den furchtbaren Angriff der Hamas. Das war ein furchtbarer, brutaler, gegen alle Prinzipien der Menschlichkeit verstoßener Angriff auf Kinder, auf Familien, auf junge und alte Leute. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier einen klaren Standpunkt vertreten. Das wird, da bin ich überzeugt, der Fall sein. Genauso wie wir uns dafür einsetzen werden, dass die Geiseln jetzt alle freigelassen werden, uns einsetzen für humanitäre Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Gazas, die ja auch Opfer der Hamas sind, die mit einem Staatsstreich dort die Macht übernommen haben und die eigene Bevölkerung auch benutzen für die eigenen Zwecke. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe voranbringen. Und es ist wichtig, dass wir alles dafür tun, dass dieser Konflikt nicht eskaliert in der ganzen Region. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal sehr klar, das sollte nicht passieren, dass im Norden etwa Hisbollah in den Krieg auch noch mit eigenen Aktivitäten eintritt oder der Iran und seine Proxys versuchen, hier gewissermaßen zu intervenieren. Das verlangt aber eben auch genau unsere Solidarität. Wir werden im Übrigen dann uns auch mit den europäischen Angelegenheiten beschäftigen, die wir miteinander haben. Und der Agenda wegen wird es dann eben auch gehen über die Frage, wie wir die Haushalte in nächster Zeit weiterentwickeln. Da stehen wir, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, noch ganz am Anfang. Die Positionen, die dort formuliert worden sind, sind noch nicht alle deckungsgleich. Insofern ist das hier heute ein wichtiges Treffen, weil ich glaube, da muss klar und deutlich gesprochen werden. Meine Überzeugung ist, dass die Möglichkeiten, die durch eine Umpriorisierung von Ausgabeprogrammen aus dem europäischen Haushalt gegeben sind, noch nicht ausgeschöpft sind. Also drei wichtige Themen mit vielen weiteren dazu, die uns heute hier zusammenführen. Aber ich bin sicher, dass es auch ein Ort sein wird, an dem wir erneut zeigen, dass Europa zusammensteht. Herr Bundeskanzler, wenn sich die EU-25 auf humanitäre Pausen einigen sollte, welche Auswirkungen hat das auf die Situation vor Ort in Gaza? Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt alles dafür tun, dass zum Beispiel die Geiseln freigelassen werden können, dass humanitäre Hilfe hineinbekommen kann. Es ist wichtig, dass wir sicherstellen können, dass diejenigen, die Gaza verlassen wollen, als Doppelstaatler, als Mitarbeiter internationaler Organisationen, das können alles Forderungen, die wir haben, übrigens Israel auch, und das muss dann ja auch irgendwie stattfinden können. Insofern ist das eine Position, die wir, die Vereinigten Staaten und viele andere auch vertreten. Herr Bundeskanzler, Ihre Außenministerin sprach von einer Quadratur des Kreises, was den Schutz von Zivilisten und gleichzeitig die Zerstörung von Hamas anbelangt. Wie weit darf Israel Ihren Augen gehen, um die Hamas endgültig zu vernichten? Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel. Warum ist es eigentlich wichtig, dass Sie mit einer Stimme sprechen, wo das unterschiedliche Meinungen sind? Europa ist eine sehr große Gemeinschaft von Staaten, dessen Souveränität darin besteht, dass wir gemeinsam handeln. Und wir werden in einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern nur dann bedeutend sein, wenn wir unsere 400, irgendwann 500 Millionen zusammentun und das mit einer Stimme tun. Übrigens einer der Gründe, warum ich mich bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union immer dafür ausgesprochen habe, dass es zum Beispiel qualifizierte Mehrheitsentscheidungen geben kann, wenn es um außenpolitische Fragen geht. Ich danke Ihnen.